Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Welcome, welcome zu einer weiteren Folge in den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. In der Provita Lebensfreude Lounge. Eigentlich muss ich das nicht jedes Mal nochmal dazu sagen, weil es gibt ja das Intro, aber ja, es hilft einfach nochmal einzusteigen. Nochmal eine ganz besondere Einladung. Genau. Immer wieder. Ja. Genau, weil wir uns jedes Mal immer wieder freuen, dass du einschaltest, ja, und dass du dabei bist, dass du dich inspirieren lässt und dass du offen bist für neue Gedanken. Wir haben heute auch wieder ein sehr, sehr tolles Thema, weil es einfach gerade präsent war, wie so oft, wie immer eigentlich. Mhm. Und zwar habe ich vor einigen Tagen einen Post verfasst, der ja ein bisschen was ausgelöst hat in den Medien und vor allem, also in meinem Kommentarfeld oder in unserem Kommentarfeld vielmehr, und ja auch einen persönlichen Prozess von mir ausgelöst hat. Und da möchte ich dich mal gerade ein bisschen mitnehmen. Ich würde es einfach mal abgekürzt sagen, was ich da gepostet habe, im kleinen Stil, um das jetzt nicht so weit ausschweifen zu lassen. Kernaussage von dem Post, den ich verfasst habe, war: Ich glaube an dich und alles ist möglich. Yes. Das war die Kernaussage. Ich glaube an dich, dass du alles schaffen kannst, wenn du nur möchtest. Und mir hat dann eine Person geantwortet, die dann zweierlei Antworten innerhalb der Kommentare gegeben hat auf diese Aussage, die ich da getroffen habe. Und zwar erstens, dass es nicht geht. Und zweitens hat sie mir erklärt, warum es nicht geht. Mhm. Und da war ich dann tatsächlich ein bisschen sprachlos, weil natürlich weiß ich ganz klar, wen ich hier erreichen möchte, ne? Also wir wissen ja, warum wir diesen Podcast machen, wir wissen, warum wir Provita gegründet haben, warum wir verschiedene Social-Media-Kanäle haben und da auch posten, weil wir dich erreichen wollen. Also die Person, die jetzt hier am Bildschirm sitzt, die das hier gerade hört und anschaut, die wirklich mehr vom Leben will und die sich, ja, es kann auch sein, dass du dich ab und zu mal getriggert fühlst von dem, was wir so sagen. Aber du bist ja offen dafür, denke ich doch mal, dass du hier bei uns bist und uns zuhörst, weil du offen dafür bist, weil du mehr vom Leben willst und weil du auch schon immer gespürt hast, dass da mehr möglich sein muss in deinem Leben. Und ja, ich habe mit diesem Post jemanden erreicht, die das überhaupt gar nicht glauben wollte, die so voll felsenfest davon überzeugt war, dass sie es niemals schaffen wird und mir dann auch deutlich machen wollte, warum sie es niemals schaffen wird. Und es ist auch so logisch, dass sie sich so getriggert davon gefühlt hat. Das habe ich dann dadurch auch sehr, sehr klar erkannt. Und zwar, dass ich habe ja gesagt, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du es schaffen kannst. Und sie ist halt so voll dieser Überzeugung, dass sie es nicht schaffen wird, dass sie es niemals schaffen wird. Und dann kommt da so eine im Internet daher, die ihr etwas erzählen will, was sie angeblich besser weiß über sich selbst. Also quasi, dass ich etwas besser weiß über sie, indem ich sage, ich weiß, dass du es schaffen wirst. Ich glaube daran. Und das triggert natürlich. Das ist, ne, und das ist, ich finde, das ist eine Riesenerkenntnis für mich, was ich daraus ziehen konnte. Und dann kam noch eine viel bessere, noch viel größere Erkenntnis für mich persönlich. Und zwar habe ich gemerkt, durch diese ganzen Anti-Kommentare, die ich da erhalten habe, auf meine Aussage hin, dass alles möglich ist, kam auf einmal so ganz kurz so ein Zweifelgedanke. So,
darf ich das sagen? Mhm. Kann ich das sagen? Mhm. Kann ich mit meinen 23 Jahren Lebenserfahrung sagen, dass alles möglich ist? Nur weil ich es in den letzten Jahren so erfahren habe? Und dann habe ich an meine Mentoren gedacht und Menschen, von denen ich das ja auch unter anderem gelernt habe. Und dann habe ich mich gefragt, können die das sagen? Wenn die jetzt so 30, 40, 50, 60 Jahre alt sind oder was, dürfen die das sagen? Haben die schon alles in ihrem Leben möglich gemacht? Also ja, sie haben ja mehr Lebenserfahrung als ich von den Jahren her gezählt und dementsprechend auch schon mehr erlebt vermutlich. Aber dürfen die das sagen? Mhm. Und dann habe ich so kurz überlegt, was ist denn Wahrheit? Was ist denn so die Wahrheit, die für uns alle gilt, für uns alle Menschen? Gibt es das überhaupt? Mhm. Wenn ich jetzt sage, alles ist möglich, ist das eine Wahrheit, die für jeden Menschen gilt? Ob er nun daran glaubt oder nicht, weil es gibt Dinge, ich meine, ich kann an die Schwerkraft glauben oder nicht dran glauben, sie existiert. Ne? Also das ist so, egal ob ich daran glaube oder nicht, das wirkt auf unseren Körper ein. Sonst würden da ja schon einige wegschwirren. Und gibt es denn eine Wahrheit, die wirklich für jeden Menschen auf dieser Welt gilt, habe ich mich halt gefragt. Mhm. Und ich bin ja so sehr mit diesen Gedanken, ich setze mich ja sehr, sehr viel mit diesen Gedanken auseinander. Und da bin ich zu dem Schluss gekommen, es gibt nicht die eine Wahrheit, die für alle gilt. Also ich glaube nicht, dass es die eine Wahrheit gibt, die für alle gilt. Also ich kann es auch nicht beweisen. Ich kann es in keine der beiden Richtungen beweisen. Ich kann nur sagen, was meine Wahrheit ist. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen und warum wir hier mit ProVita Family uns so aufgestellt haben. Natürlich, um dich zu erreichen, um dir Inspiration zu bieten, um dich mitzunehmen auf die Reise. Und gleichzeitig auch, damit wir haben uns damit einen Raum geschaffen, unsere Wahrheit zu teilen. Mhm. Weil wir sie für uns gefunden haben. Ich habe meine Wahrheit, Mama hat ihre Wahrheit. Und die unterscheiden sich tatsächlich auch schon in manchen Punkten. Klar. Und wir haben uns einfach einen Raum schaffen wollen, wo wir unserer Wahrheit Platz machen. Wo wir einfach sagen, hey, das ist meine Wahrheit. Mhm. Und damit einverstanden zu sein, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit hat, egal wer er ist und egal, ob er dir jetzt auf den sozialen Medien interessante Kommentare schreibt oder so, sondern einfach in dieser Erlaubnis zu sein. Und letzten Endes war mein Wunsch hinter dem, ich will die eine Wahrheit finden und sie dann mit der Welt teilen, nur ein Versuch, richtig zu sein. Und bloß nicht falsch zu sein. Ja. Also es ist, wenn wir es wirklich jetzt ganz runterbrechen, ging es bei dieser Suche bisher darum, unterbewusst, dass ich diese eine Wahrheit finden wollte, mit der alle einverstanden sind. Dass, wenn ich das poste, alle sagen, oh mein Gott, ja, danke, dass du es gesagt hast, und bloß niemand sagt, oh mein Gott, nein, das stimmt nicht. Mhm. Aber das wird nicht funktionieren, weil, wie gesagt, es gibt nicht die eine Wahrheit für jeden. Es gibt deine Wahrheit und die ist einzig und allein für dich wichtig. Jetzt ist die Frage, warum gehe ich in ein Coaching wie Divinity? Warum hole ich mir All-Inclusive? Warum hole ich mir überhaupt eine Wegbegleitung? Wenn es doch nicht darum geht, die Wahrheit von jemand anderem anzunehmen oder so. Geht es nämlich auch genau nicht darum, also zumindest bei uns nicht, in unserem Wirken geht es nämlich darum, dass du deine Wahrheit findest. Und dass wir dir einfach nur die Inspiration dazu bieten. Mhm. Und dass wir mal aufhören, immer richtig sein zu wollen, weil ich zum Beispiel, ich habe damit schon viel gearbeitet und bin da schon sehr weit gekommen. Und doch kommt dann ab und zu mal sowas an die Oberfläche, wie zum Beispiel vorgestern, wo ich dann merke, ah, guck mal, ich habe schon wieder versucht, richtig zu sein, den Leuten zu gefallen. Und deswegen war das so für mich im ersten Moment, wo ich dann so dachte, hä, was ist denn jetzt los? Ne? Ich habe doch nur gesagt, ich glaube an dich. Und sie widerspricht mir da total und sagt, nein, 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 du redest falsche Sachen. Ne? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir nicht anfangen, an uns selbst zu zweifeln und an unserer gefundenen Wahrheit. Ja,
Ja, dazu dürfen wir uns mal im allerersten Schritt bewusst machen, wo denn solche Konditionierungen herkommen, es anderen gerecht zu machen. Das beginnt nämlich schon ziemlich nah an dem Punkt, wo wir das Licht dieser Welt erblickt haben, also aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt sind. Da nehmen wir schon wahr, da ist rundum alles ganz groß, ich kann gar nichts, die anderen können alles. Ne? Jetzt mal schwarz-weiß. Und wir kriegen sehr, sehr gut in den ersten Tagen schon mit, da gibt es wissenschaftliche Nachweise zu, wie auch immer die das gemessen haben, da gibt es wissenschaftliche Nachweise, dass ich als erstgeborenes Kind in den ersten Tagen schon wahrnehme, wie es meiner Mama geht, wie sie sich verhält, wenn ich, keine Ahnung, hier jetzt schreie, blärre, warum auch immer, dann ist die Mama nicht so gut drauf, wie wenn ich einfach nur lächle und ganz friedlich bin. So. Und das ist so eine Instanz in uns, die sich da entwickelt. Ich will ja Harmonie haben, ich will Aufmerksamkeit, ich will Liebe, ich will Lob, Anerkennung. Das ist ganz tief in unserer Prägung drin. Und so fangen wir an, uns da schon zu verbiegen im Grunde genommen. Das geschieht alles auf der unbewussten Ebene. Und das sind dann die Dinge, die dann später in solchen Situationen einfach ans Licht kommen. Das zieht sich ja durch. Wo wir, keine Ahnung, im Kindergarten für irgendwelche Dinge, weil wir ganz brav sind, gelobt werden, das tut gut, wo wir in der Schule das Gefühl haben, wenn ich mit einer 1 nach Hause komme, dann fühle ich mich besser, als wenn ich mit einer 5 nach Hause komme. Und das ist völlig egal, wie die Eltern damit umgehen. Ich kann mich an mich, an meine Schulzeit erinnern. Es gab ja immer so diesen Notenspiegel. Und wenn bei mir dann mal eine 4 oder eine 5 stand und im Notenspiegel stand, keine Ahnung, 5 Einsen, eine 5, war klar, ich bin die Einzige. Ich habe mich da nicht gut mitgefühlt, ich habe keine Schelte zu Hause gekriegt, aber ich habe mich da nicht gut gefühlt, ich habe mich ja falsch gefühlt und mit einer 1 habe ich mich besser gefühlt. Mhm. Und so lechzen wir nach Liebe, nach Lob, nach Anerkennung. Und noch ein Beispiel aus meinem Leben, als ich da noch im öffentlichen Dienst im Vorstandssekretariat saß, wenn mein Chef mich gelobt hatte, die Welt war in Ordnung, es war alles bestens. Das heißt ja nicht, dass man kein Lob empfangen darf, aber dass man sich seiner selbst so bewusst ist, ich mache hier, tu mir ein Allerbestes, mache eine wunderbare Arbeit, ob ich gelobt werde oder nicht, sei dahingestellt. Das hat damals was ganz viel mit meinem mangelnden Selbstbewusstsein zu tun gehabt und solche Dinge. Und so zieht sich das dann durchs Leben durch. Und wenn man dann in so einem Bereich selbstständig ist, seinem Herzen folgt, sein eigenes Herzensbusiness macht. Das ist die größte Persönlichkeitsentwicklung überhaupt, die man machen kann, weil man genau da an solche Dinge rankommt und das so auf dem Weg dahin erkennt. Ja. 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 Und dann natürlich sich fragen darf, ah, okay, wie du das ja erkannt hast, worum geht's denn hier? Will ich jetzt anderen gerecht werden oder will ich einfach nur ganz neutral meine Wahrheit hier teilen? Weil so gesehen, da wir uns ja alle selbst unsere Lebenswirklichkeit erschaffen, hat auch jeder seine eigene Wahrheit. Ist mir auch nochmal so bewusst geworden, als du dich kürzlich mit jemandem getroffen hast oder mit Frauen, mit Menschen getroffen hast, die zu dieser besonderen Zeit, Anfang 2020, schon hier auf Zypern waren. Uns hat es hier total gut gefallen, wir haben hier aufgeatmet und das war hier alles irgendwie ganz anders. Das hat damals so geliebt, in der Zeit hier zu sein. Es gab aber auch welche, die gesagt haben, um Gottes Willen, ich muss aus Zypern raus. Ja? Mhm. Also da sieht man mal so sehr, wie wir uns selbst unsere Lebenswirklichkeit erschaffen und wie man entsprechend dessen die Menschen ins Leben zieht und nach außen guckt. Das, was wir am Außen sehen, ist nichts anderes als das, was wir von innen nach außen ausstrahlen. Ich vergleiche das immer gerne oder so habe ich mir das mal verdeutlicht, wie wenn ich im Kino hocke und schaue vorne auf die Leinwand. Der Film, der da vorne abgespielt wird, bezogen auf mein Leben, ist das, was ich von innen heraus ausstrahle. Also was ich auf die Leinwand nach außen projiziere. Und wenn ich auf der Leinwand da draußen was anderes sehen will, naja, dann darf ich anfangen, andere Dinge zu denken, zu fühlen, zu glauben. Und dann greifen wiederum die Naturgesetze, unter anderem Schwerkraft, Gesetz der Anziehung und was es da so alles an Naturgesetzen gibt,
die können wir nicht aushebeln. Ja. Da ist nun mal alles eine große Energie, alles ist miteinander verbunden. Und ja, Energie ist das letzten Endes, was wir auch mit unseren Gedanken aussenden und was wir dann im Außen auf der Leinwand sehen, vereinfacht dargestellt. Kleiner Hinweis, das ist unsere Wahrheit. Das ist unsere Wahrheit, ja. Du kannst halt, also es ist natürlich egal, was wir jetzt hier sagen, ne? Das ist halt so eine Sache, weil wir können jetzt hier sagen, wir können jetzt hier Feststellungen machen und sagen, ja, so und so funktioniert die Welt und letzten Endes ist es wiederum unsere Wahrheit. Und gleichzeitig sage ich jetzt an dieser Stelle einfach, dass es ja deine Gedanken sind und deine Einstellung zum Leben und deine Einstellung zu dem, was dir im Leben so begegnet, die dein Leben kreiert. Mhm. Also jetzt aus unserer Sicht gesehen, ich sage es jetzt nicht noch 30 Mal, aber du wirst, geh einfach eigenverantwortlich mit dem um, was du hier siehst und was du sonst wo im Internet siehst. Das ist ganz klar, ne? Aber mir ist jetzt gerade noch so eine Geschichte eingefallen. Ich weiß nicht, ob das eine Legende ist oder was. Ist eine Geschichte, die ich schon mal gehört habe. Vielleicht habe ich sie auch schon mal im Podcast erzählt, aber ich finde die hier gerade so passend. Und zwar spielt die Geschichte quasi vor den Toren einer Stadt. Und dort sitzt vor den Toren ein alter Mann. Mhm. Und ein kleiner Junge, der kommt raus vor die Tore der Stadt, um dort zu spielen. Und der spielt dort so ein bisschen und weiß, dass da der alte Mann sitzt und ist so mit sich beschäftigt. Und auf einmal kommt ein Reisender vorbei. Und der Reisende spricht den älteren Mann an und sagt, hey, wie sind denn die Menschen hier in dieser Stadt? Und der alte Mann guckt ihn an und sagt, wie sind denn die Menschen in der Stadt, wo du herkommst? Mhm. Und der Reisende sagt, ja, die Menschen, die sind großartig, die sind wirklich toll und ich habe da so viele Freunde, aber ich musste jetzt raus in die Welt. Und ja, aber die Menschen von dort, die sind wirklich großartig und ich bin so dankbar für diese Menschen. Und der alte Mann sagt, ja, genauso sind die Menschen hier auch. Es sind auch großartige Menschen hier. Du wirst hier viele Freunde finden. Mhm. So. Gut, der Junge hat das Ganze beobachtet, der Tag geht vorbei, die Sonne geht unter, der Junge geht wieder nach Hause. Am nächsten Tag geht er wieder raus spielen, geht wieder vor die Tore der Stadt, da sitzt wieder der alte Mann. Und ein weiterer Reisender kommt vorbei, ein anderer diesmal. Mhm. Und der Reisende fragt den älteren Mann, hey, wie sind denn hier die Menschen in dieser Stadt? Mhm. Und der ältere Mann sagt, wie sind denn die Menschen in der Stadt, wo du herkommst? Und der Reisende sagt, boah, ich musste da unbedingt weg. Die waren schlimm, die waren furchtbar und die waren fies. Und da waren Räuber und Diebe und ne, ganz schlimme Menschen, furchtbar. Deswegen musste ich da unbedingt weg. Und der alte Mann sagt, ja, die Menschen hier sind ganz genauso wie in deiner Stadt. Also ich weiß nicht, ob du hier glücklich sein wirst. Und der kleine Junge hat das beobachtet und sobald der Reisende weitergeht, geht er zu dem alten Mann und sagt, hey, ich habe dich beobachtet, gestern schon. Wen hast du jetzt angelogen? Du hast doch gelogen. Und der alte Mann sagt, nein, ich habe nicht gelogen, weil jeder Mensch, der hierher kommt, hat gewisse Erwartungen an die Menschen und hat ein gewisses Bild von den Menschen an sich. Und genauso, wie er dieses Bild in seinem Kopf hat, wird er sich die Menschen hier auch kreieren. Das heißt, der glückliche Mann, der in seiner Stadt so glücklich war und einfach nur in die weite Welt hinaus wollte, um noch mehr solche Menschen zu treffen, der wird diese Menschen treffen. Mhm. Und derjenige, der flüchten wollte, der vermeiden wollte, mit weiteren solchen schlimmen Menschen zusammen zu sein, der wird hier genau auf diese Menschen auch wieder treffen. Das heißt, wir kreieren uns unsere Welt selbst. Also es ist unsere Einstellung, wie wir dem Leben gegenüberstehen, wie wir dem Leben begegnen, den Situationen in unserem Leben, den Herausforderungen, wie wir dem Ganzen begegnen, die unsere Lebensrealität kreieren. Und von daher haben wir es ja auch wiederum selbst in der Hand. Also, dass ich mir jetzt zum Beispiel diese Kommentare kreiert habe, basiert auf den Gedanken, die ich selber hatte. Ne? Eventuelle Ängste, so nach dem Motto, okay, was passiert denn, wenn ich meine Wahrheit in den sozialen Medien teile? Mhm. Wie oft habe ich schon bei anderen gesehen, die irgendwas gesagt haben, wo ich dann zum Beispiel gesagt habe, boah, gehe ich voll mit dir, bin ich voll konform mit.
Und guck dann in die Kommentare und sehe dann, da sind Leute, die sind so voll dagegen und sagen so, ey, das kannst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen, das stimmt nicht, bla 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 bla. Haben wir alle vielleicht schon mal gesehen in den sozialen Medien, ne? Dieses Cybermobbing wird es genannt, ne? Das sind Ängste und wenn ich mich mit diesen Ängsten beschäftige, naja, was werde ich mir dann kreieren? Und wenn ich jetzt aber in der Eigenverantwortung hingehe und sage, okay, ich habe mir das selber kreiert, das hat nichts mit der Person zu tun, die das kommentiert hat. Nichts. Das hat nur was mit der Weise zu tun, wie ich in die Welt blicke, wie ich zum Beispiel die sozialen Medien sehe, was ich für Ängste habe. Das werde ich mir auch kreieren. Und in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel hingegangen bin und gesagt habe, okay, ich darf meine Wahrheit weiterhin teilen, ich gehe weiter meinen Weg und es ist alles immer genau richtig und ich fühle einfach, was da ist, desto weniger werde ich mir solche Kommentare kreieren, beziehungsweise die werden mich nicht erreichen oder selbst wenn sie mich erreichen, wird es vermutlich nichts mehr mit mir machen, weil ich es durchgefühlt habe. Und weil ich immer mehr Klarheit in meinem Tun, in meinem Sein bekomme. Ja. Und das ist ja genau das, was wir auch in Divinity machen. Jetzt nicht mit einem Business oder so, dass du jetzt alles auf Social Media posten musst, was du in Divinity anhand deiner Selbsterkenntnis rausfindest oder was deine Wahrheit ist, rausfindest. Aber dass du klar in deinem Leben stehst, dass du klar sagen kannst, hey, das ist mein Ding. Weil ich glaube, es gibt auch sehr viele, die uns hier zuhören, die vielleicht schon mal gespürt haben, hey, nicht mal in der Familie kann ich alles sagen. Ich habe es schon öfter versucht, aber dann ist immer so die, dann sind da so Familienfeiern und irgendwie habe ich mittlerweile schon fast ein bisschen Angst davor, hinzugehen oder merke, okay, ich habe irgendwie gar keinen Bock, habe ein mulmiges Gefühl, weil ich denke, oh, dann kommt wieder die Tante und die Mutti und der Onkel, die kommen dann wieder auf mich zu und sagen mir dann irgendwas oder fragen mich aus und dann muss ich mich rechtfertigen und so. Ja. Ne? Und dann habe ich danach immer wieder das Gefühl, dass ich ja so mein ganzes Selbstbewusstsein verloren habe und irgendwie, dass ich nicht vom Fleck komme und dass ich nicht wirklich richtig mal auch sagen kann, Papa, so ist es aber nicht oder ich sehe es halt nicht so oder hör doch mal auf oder sowas. Und deswegen haben wir diese Räume ja kreiert für die Menschen, die wirklich zum einen rausfinden wollen, wer sie sind, was sie hierher gebracht haben, was ist ihr Seelenplan, was ist ihre Divinity, was ist ihre Wahrheit und dann auch noch wirklich in dieser Klarheit damit stehen können, dass egal ist, ob jetzt irgendeine Familienfeier ist, ob es das Umfeld ist oder im Job oder was auch immer, wenn dir Menschen gegenüberstehen, die nicht deiner Meinung sind, dass du trotzdem noch klar weißt, wer du bist und was du willst und dass das vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Genau, dafür sind wir losgegangen. Mir hilft da immer die Frage, ist das meine Wahrheit? Will ich selbst das wirklich glauben? Mhm. Und dann auf den ersten Impuls lauschen. Das hat mir total geholfen, das so meine eigene Bubble, sage ich jetzt mal, zu erschaffen, meine eigene Welt zu kreieren und in dieser eigenen Welt zu leben und ja, was draußen ist, was ich eh nicht ändern kann, brauche ich ja nicht zu ändern, weil letzten Endes sind das dann natürlich, das beobachte ich auch manchmal, das ist jetzt eine Bewertung auch wiederum, dass man so Ablenkungsmanöver hat. Ich muss mich erst noch darum kümmern, dann das und das und das und das. Das hat natürlich viel mit der Feinfühligkeit auch zu tun, aber um es jetzt hier abzukürzen, ich frage mich, will ich das glauben? Mhm. Ja, wunderbar. Nein, was will ich stattdessen glauben? Und so ist das für mich der einfachste Weg gewesen, mir meine eigene Lebenswirklichkeit zu erschaffen. Bis heute. Ja. Ja, ganz genau. Und wie gesagt, also Divinity ist offen, All Inclusive ist offen, wo es ja wirklich ums Rundum-Paket geht, um alles drum und dran mit Gesundheit, Beziehungen, sich wohlfühlen im eigenen Körper, die finanzielle Realität umgestalten, das Berufliche, den Seelenplan entdecken, den Seelenberuf daraus kreieren und dein Spirit finden, diese Anbindung an das Göttliche wieder. Ne? Und es geht einfach darum, dich wieder zurück zu verbinden mit dir selbst und wirklich ganz klar zu verstehen, was ist denn deine Wahrheit? Und es geht nicht darum, unsere Wahrheit anzunehmen, egal ob du dir den Podcast anhörst oder ob du dir unsere Calls, in unseren Calls mit dabei bist, hier bei Divinity oder so,
sondern es geht uns wirklich darum, dass du dein Ding lebst, dass du dein eigenes, du sollst kein Nachplapperer werden. Ja. Du sollst deine eigene Stimme finden, deinen eigenen Weg gehen, deinem eigenen Herzen vertrauen und lernen, wieder das Leben wieder zu lieben und wieder diese Schönheit im Leben zu sehen. Und die Schönheit in dir. Und die Schönheit in dir. Wenn du dir in den Spiegel schaust, wenn du dich im Spiegel anschaust, sieh da mal viel mehr deine Einzigartigkeit und deine Schönheit, deine Besonderheit, statt irgendwelche Bewertungen und Beurteilungen über dich selbst zu denken oder denen Raum zu geben. Ich weiß, das war für mich eine ganz große Challenge, mich im Spiegel wirklich mal anzuschauen, und zwar mit liebevollen Augen anzuschauen und die Dinge an mir im Spiegel herauszufinden, was ich gerade sehe, wo ich denke, yes, wow, genial, großartig, finde ich toll. Also da gab es ganz andere Zeiten. Und dann darfst du anfangen, mit dir im Spiegel zu flirten. Ja, genau. Und der Punkt kommt dann auch mal, wo du vor dem Spiegel stehst und denkst, ups, ja, bin ja gerade selbst mit dir am Flirten. Kleines Abschlusswort dazu, dass ich kürzlich so, wir waren im Café, es war super warm draußen, ich war total verschwitzt und habe gedacht, oh mein Gott, ich sehe doch bestimmt gerade ganz, ganz schlimm aus. Weil ich kenne es ja noch so von früher, dann war Sommer und ich war überhaupt nicht zufrieden mit mir selbst, mit meinem Aussehen, mit meinem Körper. Und ich kannte dieses körperliche Gefühl, ohne in den Spiegel zu gucken. Und bin dann bin ich vor dem Spiegel gewesen und habe gesehen, okay, ja, ich hatte recht, ich sehe schlimm aus, ne? Und jetzt am Wochenende war es so, das habe ich mich genauso gefühlt und habe gedacht, okay, ich gehe lieber mal rein und gucke, dass ich mich irgendwie fresh mache oder sowas. Guck in den Spiegel und denk, wer ist dieser schöne Mensch? Ja, genau. Also du wirst immer schöner, je mehr du dich auch selbst liebst. Also das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Genau. In diesem Sinne, ahey. Ahey.